Rein aus rechtlicher Sicht würde ich jetzt sagen, okay. Da muss ich aber eines dazu sagen. Also ich habe ein bisschen meine Meinung geändert, dass ich sagen würde, ja, ich würde das der Finanzverwaltung überlassen, weil das haben auch wir zwei schon mal besprochen. Mhm. Ich würde da eventuell sogar jetzt schon mittlerweile sagen, im Nachgang, anfänglich wäre es wahrscheinlich ein Problem gewesen, denke ich. Im Nachgang nicht. Warum am Anfang ein Problem? Weil, so wie man es beim Finanzamt kennt, wenn man was will, dauert es. Und ich glaube, am Anfang wäre das, um ins Rollen zu kommen, um das Ganze ins Rollen zu bekommen, hätte es lang gedauert, bis die Unternehmen Auszahlungen erhalten hätten. Aber im Nachgang glaube ich, dass es nicht so problematisch wäre wie jetzt. Das heißt, es wäre ein umgekehrtes System. Ja, was wir zum Beispiel jetzt bei der KOFAG so haben, wäre es bei der Finanzverwaltung andersrum wahrscheinlich. Ich schätze mal, weil es ja bei der Finanzverwaltung immer so irgendwo ist, wenn man irgendwo offene Posten hat oder Säumniszuschläge oder ich weiß nicht, irgendwelche offenen Zahlungen oder Stundungen und so, da wird dann irgendwo ein Riegel vorgeschoben und das hätte vielleicht einigen Unternehmen dann doch ja, anfänglich keine Corona-Hilfe sozusagen gewährt. Ja. Also ich glaube, das ist so das Riesenproblem, deswegen gibt es ja auch immer wieder irgendwelche Förderskandale und so. Ich finde das zum Beispiel auch gut, muss ich an der Stelle noch sagen, dass dieser Urschuss gemacht wird. Das ist einfach so eine persönliche Meinung von mir, eben um gewisse Fastlane-Situationen oder wie so aufzuarbeiten. Ja, das ist, sage ich mal, neutral, ohne irgendwie Partei zu ergreifen. Das finde ich gut. Aber ansonsten muss ich dazu sagen, dass generell in Österreich, wie gesagt, wie am Anfang schon gesagt, die Fördersituation oder jetzt das Wissen über Förderungen da ist. Okay, sie sind mal am Schirm, was vorher nicht so ganz der Fall war, wurden auch genutzt, aber ich würde mal sagen, definitiv 50-60% weniger. Also die Anfragen sind exponentiell gestiegen bei uns im Unternehmen bezüglich Förderungen für Unternehmen in ganz Österreich. Und eines muss ich sagen, die Zugangsvariante oder die Zugangsart zu den Förderungen ist einfach problematisch in Österreich. Deswegen mache ich diesen Förderministerjob sozusagen. Ich möchte dadurch natürlich irgendwo das ganze Thema in Österreich besser aufarbeiten. Ich möchte irgendwo politisch vielleicht irgendwo auch gehört werden, dass man sagt, hallo, hier gibt es ein Problem in dem Land. Es stehen genug Gelder zur Verfügung in verschiedenen Bereichen, aber die Antragswege sind schlichtweg schwierig. Oft kompliziert. Manchmal muss man das per E-Mail hinschicken, das ist ein Wahnsinn. Ja, da wird eine Digitalisierungsförderung vergeben und dann muss man aber mit Excel-Tabellen und E-Mail arbeiten. Das ist ein Wahnsinn. Also das gehört eigentlich aufgearbeitet. Deswegen mache ich das Ganze und versuche auch auf den Social-Media-Kanälen wirklich aktiv das Ganze auch zu promoten. Und deswegen, also meiner Meinung nach, und deswegen hätte es vielleicht auch die Problematik mit KOFAG damals nicht gegeben, so wie es jetzt mit Energiekosten, Zuschuss des Problems, da muss man über ein AWS das machen, über Energiekostenpauschale, über das Unternehmensserviceportal. Also das ist alles ein Wirrwarr und irgendwo und irgendwas. Die Menschen oder die Unternehmer in Österreich, auch Privathaushalte, nicht nur Unternehmer, kennen sich nicht aus. Wenn man, ich weiß jetzt nicht, ob es politisch möglich ist, eine Anlaufstelle oder ein der Rechnungshof kommt immer ganz zum Schluss, ne? Wenn man das irgendwo schaffen würde für die Zukunft, eine Kontrollstelle oder eine Regulierungsstelle im Bereich Subventionen zu kreieren, hätte man diese Problematik nicht gehabt bei der KOFAG, aber hätte man sie auch in Zukunft nicht. Momentan wird es vergeben wie Schrotflintensystem, da gibt es was, dort gibt es was. Es gibt 188 oder knapp 185 Stellen in Österreich, wo Abwicklungen stattfinden. Das ist ein Wahnsinn. Ja. Wir haben ein paar tausend Förderprogramme, indirekte und direkte, keiner weiß es. Und das kann ich aus Erfahrung sagen, weil ich jeden Tag knapp 250 Nachrichten bekomme. Ich fühle mich manchmal wie so eine Anlaufstelle. Ich kriege am Tag 250 Nachrichten nur auf den Social-Media-Kanälen. Wo finde ich das? Wie kann ich das? Und so weiter. Und da reden wir nicht von 100.000 Euro Förderungen, sondern Familien von Müttern, alleinerziehenden Müttern, von Menschen mit behinderten Kindern zu Hause oder generell Menschen mit Behinderung. Und da finde ich, dass der Zugang in Österreich ist einfach viel zu komplex. Das könnte man vereinfachen, müsste man sich am Tisch setzen oder wie auch immer, das Ganze mal durchdenken. Ja, bin da total bei dir. Ich glaube auch, dass das teilweise politisch gewollt ist, Förderungen so zu verräumen. Und ich trenne jetzt natürlich Förderungen von diesen KOFAG-Geldern, weil aus meiner Sicht das eine war Schadenersatz, das andere sind ja Gelder, die ich deswegen in die Hand nehme, um entweder Leute zu unterstützen oder auch um gewisse wirtschaftliche Projekte anzustoßen. Das ist der Grund und der Sinn und Zweck von Förderungen. Da muss ich eben dazu sagen, ja, was der Gerald gerade sagt.
Und da möchte ich auch ein Beispiel heranziehen von Robert Gratke. Ich hoffe, ich darf das hier so sagen, wo er kritisiert worden ist, dass er Covid-Beihilfen bezogen hat für seine Selbstständigkeit. Hier wird eigentlich, und das muss ich sagen, ist einfach so, wenn eine Beihilfe zur Verfügung steht und die Richtlinien dementsprechend passen, und ich meine, das ist jetzt eine subjektive Bewertung, ja, ob man jetzt sagt, okay, es gibt einen Ausfall oder nicht, das, ob das von Covid betroffen ist oder nicht. Ich meine, jeder war in Lockdown, jeder ist zu Hause gesessen, keiner hat Geld investiert. Das war ja damals so auch die Stimmung. Ja. Also da kann man jetzt sagen, was man will, wurscht, ob man Dienstleister ist oder irgendein Nahversorger. Ein Ausfall war definitiv da. Und meiner Meinung nach ist es so, und deswegen finde ich subjektive Bewertungen, so wie es mir damals gesagt worden ist, dass ich mein Geschäft auch online ausführen kann, ja, nur weil 2-3 YouTube-Videos vorhanden sind, finde ich dahingehend absolut lächerlich. Wenn sie dir zustehen anhand des Umsatzausfalles, dann ist das so und Punkt. Das wurde damals von der Regierung so beschlossen, dass diese Beihilfen zur Verfügung stehen oder diese Schadensersatzzahlungen und aus. Ja. Und dasselbe finde ich jetzt zum Beispiel, da muss ich ihn einfach in Schutz nehmen, Robert Gratke, wenn er durch sein oder für sein damaliges oder noch vorhanden, wie auch immer, für seine Selbstständigkeit einen Umsatzausfall, eine Schadensersatzzahlung bekommen hat, dann ist das einfach so. Aber das ist generell immer so, was auch vorher der Christian gesagt hat mit der Komplexität. Manchmal ist es so, auch bei normalen Förderprogrammen, jetzt abseits von der KOFAG, denke man manchmal so, wer hat denn diese Richtlinien verfasst und so weiter. Weil das ist die Sinnhaftigkeit mancher Förderprogramme, auch jetzt im Wirtschaftsbereich, die ist, ich weiß nicht, da poppen bei mir viele Fragezeichen auf. Überstudierten haben das geschrieben. Wer hat das geschrieben? Das sehe ich genauso. Ja. Also es ist tatsächlich so, dass mit der Beantragungsweg viele Leute schreckt das einfach ab. Viele Menschen schreckt es ab davor, wirklich online einen Antrag zu stellen oder offline, wenn sie zur Bezirkshauptmannschaft... Ja, schon einen Steuerausgleich zu machen, das wird ja 100.000 Mal irgendwie umgestellt alles. Also in Wahrheit, das lernst du auch nicht in der Schule, da brauchst du eigentlich ein Studium dafür, dass du einen Steuerausgleich machst heutzutage. Teilweise, auch wenn die Finanz-Online-Seite jetzt überarbeitet worden ist, was ich ja gut finde per se, aber generell finde ich, dass Österreich digitalisiert werden sollte im Gesamten und nicht ein Fleckerlteppich. In Vorarlberg schickt man eine E-Mail, in Tirol einen Brief. Da musst du dir mal vorstellen, da stellst du in Tirol einen Antrag, hast du mal in Tirol. Da stellst du einen Antrag, Wirtschaftsförderung, dann kommt ein Brief nach Hause und da ist ein Link drauf gedruckt. Und dann musst du quasi über den Link, den musst du eintippen, so ein Ding. Und dann kommst du in ein Portal, das was ausschaut wie von 1995, ja, also 1995, weil das, also teilweise wirklich furchtbar. Gerade für die ältere Generation ist das furchtbar. Ja auch furchtbar. Ja. Und, und dann eben bei manchen Dingen wie Heizkostenzuschuss und Co., da musst du zum Gemeindeamt laufen. Ja. Das ist leider, muss ich sagen, da gehört einmal wirklich durchdigitalisiert, dass das alles vereinheitlicht ist. Und deswegen, wie du sagst, oder du, diese Komplexität, die gehört einmal abgeschafft. Und das würde meiner Meinung nach nur gehen, wenn du eine Regulierungsstelle hast, die diese Komplexität auch von den Rechtstexten und so weiter, dass das ein bisschen überarbeitet wird. Ja. Da muss ich an Gerald zustimmen. Ich glaube, das muss man ein bisschen trennen voneinander, ja, die Unternehmen und die Politik. Aber trotzdem, also ich, wie gesagt, ich versuche immer keine Partei zu ergreifen, um immer das neutral zu sagen oder auch irgendwie zu verkünden, weil ich mich da parteiisch nicht in eine Richtung bewegen möchte, weil ich mich doch mit mehreren Politikern aus mehreren Parteien verstehe. Und deswegen habe ich auch vorher gesagt, also ich glaube, wenn ich das jetzt von oben betrachten würde, aus der Vogelperspektive, würde ich jetzt nicht behaupten, Brunner zum Beispiel, würde ich jetzt keine Schuld geben, sondern dem Vorgänger vielleicht, er muss das ausbaden. Also so sehe ich das halt aus objektiver Sicht. Blümel, der kann sich dann wieder nicht erinnern. Ich würde behaupten, dass man das immer aus einer gewissen objektiven Sicht sehen muss, ja, um niemanden zu verteidigen und so. Ich glaube, dass jeder in der Politik sozusagen, der neu reingekommen ist, während dieser ganzen KOFAG-Geschichte und so vieles aufzuarbeiten hat, auch jetzt seitens von der ÖVP oder nachher natürlich jetzt Urschuss wird jetzt gemacht, FPÖ, das ist eigentlich ein Riesenwirrwarr. Und ich glaube, dass am Ende sogar gar nichts rauskommen wird. Fakt ist aber eines, das beobachte ich halt anhand der Stimmen sozusagen, die mir jeden Tag schreiben, auf der Straße und so weiter, mich sprechen viele Leute an, man hat eben mit vielen Unternehmen zu tun. Die Leute sagen natürlich, sie verbinden das damalige Geschehen mit jetzt.
ohne den Cut zu machen. Ja, da sollte man vielleicht mal die Schnur durchschneiden, ja, von damals. Weil ich glaube, in der Regierung wurden ja viele Parteien oder viele Gesichter ausgetauscht, ja, in der Partei und so weiter, bei den Posten. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich denke, dass das ganze KOFAG-Thema einen riesen Einfluss haben wird auf die Wahlen. Ja.